Punkte, Hauptstadt dann Israels und Palästina oder Internationalisierung etc. Also da gibt es derartig viele Varianten, dass es schwer ist. Notwendig, glaube ich, muss es einmal sein, dass wirklich von palästinensischer Seite, nämlich von der Hamas, diese Radikalität aufgegeben wird, dass der Staat Israel einfach nicht akzeptiert wird. Auch die Hamas muss sich an den Tisch setzen, aber vielleicht wäre es gescheiter, wenn ein Israeli antworten würde. Gerne gleich aufgreifen und den Sieger doch in die Runde mit einladen. Einfach ja. Gleich auch mal. Das ist wirklich einer der schwierigsten Probleme eigentlich. Und es ist klar, dass jeder sieht das ganz anders. Ja? Und ich glaube, es ist eine gewisse selbsterfüllende Prophezeiung, wenn eben durch diese Angst und diese Misstrauen wächst wirklich eine Ablehnung von der anderen Seite, die wieder führt dazu, dass wirklich die andere Seite sich aufregt und so weiter. Es ist aber, eigentlich habe ich was ganz Schönes erlebt in Israel. Und zwar, es war einmal ein Nachbarland, was Jordanien heißt, und die waren die Feinde. Die waren die Feinde, seit ich mich erinnern kann, war Israel umgeben von Feinden. Alle Nachbarländer waren arabische Länder und die waren immer die Feinde. Und es war gefährlich und es war irgendwie, ich will nicht sagen, aber wirklich, man konnte sich nicht vorstellen, irgendwo auf die Welt zu gehen und sagen, okay, da ist ein Jordanier und sagen, es ist egal, wir sind die Feinde, irgendwie ist ein Druck und so. Und irgendwann mal haben die Politiker irgendwie das geschafft, wirklich ein Friedensabkommen zu unterschreiben. Und ich will nicht sagen, ich will nicht sagen, jetzt sind Jordanier und Israelis beste Freunde, aber es ist so etwas von schön. Und dieses Gefühl, diesen die Feinde, ist verschwunden. Es passiert immer wieder, dass irgendwas nicht zufriedenstellend ist, aber eigentlich innerhalb von Israel gibt es auch Leute, die sich für Feinde, sozusagen nicht Freunde sind und, oder dass einander töten oder so. Das heißt, es ist nicht mehr als das und in jeder Grenze passieren irgendwelche interessanten Sachen, Schmuggeln und so weiter und so fort. Aber es ist einfach das Gefühl, dass wenn es einen Willen gibt, ist alles möglich. Und auch mit den besten Feinden kann man Frieden schließen. Und das war eigentlich eine von der Aussage von Peres. Ja, mit wem willst du Frieden machen? Mit deinem Freund? Das brauchst du nicht. Du musst Frieden machen mit deinem Feind, weil sonst ist das ein Blödsinn. Ja? Und dass es von einem Politiker kommt, ist hoch unwahrscheinlich, das stimmt. Und die meisten Menschen haben aber wirklich keine Lösung und die Politiker haben auch keine Lösungen. Aber ich sehe es schon, stimmt, manchmal sind die Palästinenser wirklich ein bisschen zögerlich gewesen und wirklich nicht so bestimmte ganz gute Möglichkeiten nicht aufgegriffen. Aber manchmal war es auf der Seite von Israelis Versäumnis sozusagen, einfach endlich mal zu sagen, okay, es ist genug und wir machen Schluss und wir machen Frieden und wir können normal leben. Ja, vielleicht noch einen Blick. Ein paar Worte. Bis Jahre 48 hat überhaupt Palästina existiert, hat es gegeben Araber. Ich habe maturiert Arabisch, ich verstehe Arabisch. Hat es gegeben Araber und leider Gott keine Führung. Nichts war da, keine Führung. Und wenn wir betrachten heute Folgendes, er war in Israel, schauen wir einen Kalender. Eine arabische Kalender
und einen israelischen Kalender. Okay? Arabischer Kalender hat 29 Tage, 44 etwas, das ist der Mondkalender. Es gibt keinen Winter, es gibt keinen Sommer, es gibt keinen Frühling und es gibt keinen Herbst. Das ist ein Wüstenkalender. Israelische Kalender, ich weiß nicht, ob die Leute es wissen, bei uns gibt Pessach, es gibt 7 Wochen nach Pessach gibt es Shavuot, Pfingsten und alle die praktisch unsere Feiertage, die gehören zusammen zu einem Land. Zu einem Land, die heute heißt Israel. Früher hat es Palästina, früher hat es in den Zeiten von Josephus Flavius Judäa geheißen. Das ist zusammen mit einem Land. Die Juden waren verstreut in ganz Europa und da haben sie nichts. Was haben die da gemacht? Die waren entweder Ärzte, Rechtsanwälte und so weiter, aber keine produktive Angelegenheit. Stimmt das? Ab 48 plötzlich sind die Juden im selben Land, wo die früher waren, und die sind produktiv. Das ist eine Sache zu bedenken. Nicht, was der Herr sagt, dass wenn die Araber die Möglichkeit gehabt hätten, etwas in Kalifornien zu bekommen, die haben die Möglichkeit gehabt. Bis 48, wir waren 600.000 Juden in Israel und da waren ungefähr 500.000 Araber. Jetzt sagen die Leute, woher stammen diese 3 Millionen, wie wir schreien. Ich werde euch erzählen etwas. Israel war ein Stützpunkt Zweiter Weltkrieg von Engländern, Amerikanern, Griechen und alle möglichen, die waren in Israel stationiert. Jeder in Palästina, richtig. In Nablus war ein Gefängnis von den Amerikanern, in Jerusalem war was anderes. Und was war dort praktisch? Jeder Offizier, der dort kam, brachte zwei, irgendjemand, der für den Schuh putzen tut oder tut für ihn, wie man sagt, die Bluse, so, Iron. Okay, bügeln. Und da sind gekommen, anfangen zu kommen Leute von Choran, von Ägypten, von Libanon, von überall sind gekommen. 48, alle diese Leute haben gesagt, wir sind Palästinenser, obwohl die haben von wo? Man hat gerechnet, das waren ungefähr 200.000 Araber, die von Ausland gekommen sind. Und die sagen heute, das sind Palästina. Okay, wir haben ein palästinensisches Problem. Sie sagen, dass man muss unbedingt schauen, irgendwie was zu machen. Es gibt nur einen Platz, und zwar fängt man an im Kindergarten. Im Kindergarten in Palästina werden dort die Juden als Satan, verstehen Sie uns, als, ich weiß nicht, als was gezeichnet, muss man die umbringen. Bei mir im Kindergarten, bei uns in Israel, wir tun nicht, wie man sagt, die Araber hassen. Wir lernen nicht, Araber zu hassen, aber die lernen, Juden zu hassen. Und mit diesem Zustand kann man keine Frieden kommen. Erst in 200 Jahren. Wir können weiterleben. 200 Jahre. Bis die Kinder von denen einmal, wie man sagt, richtig mit uns zu verstehen. Es geht nicht anderes. Weil die Leute dort, verstehen Sie, die tun die Leute aufziehen. Schau, der Mann in Toulouse, was hat er gemacht? Der Kinder umbringen in Frankreich, weil, als ob wir da in Palästina Kinder umbringen. Das ist dauernd im Internet dort, wir bringen Kinder um. Aber es tut mir sehr leid. Ja, also, okay, Kindergarten anfangen. Die Leute müssen dort verstehen, dass es gibt ein Jude und es gibt ein jüdisches Land. Und so muss man weitermachen. Schau, die Araber, die in Israel leben, okay? 48 bis 57, oder nein, bis 67, haben immer gesagt, die sind Araber, israelische Staatsbürger. Plötzlich heute sagen die, wir sind Araber, palästinensische Bürger. Verstehen Sie, das ist praktisch, die haben auch geändert ihre, wie man sagt, Anschauen von das Ganze. So ist das. Momentan ist so. Kann man nichts machen. Das Problem ist eigentlich, dass nach Israel sind nicht nur Araber gekommen, sondern vor allem jetzt im Moment, laut Gesetze von Israel, nur Juden dürfen reinkommen. Ja. Deswegen, in Jordanien darf keine Jude, wissen Sie, dass nach Jordanien darf keine Jude ein Haus besitzen? Entschuldige. Ja. Was wollen Sie denn? Ich bespreche heute Israel. Ich könnte viele Kritik an viele Länder sagen, aber wir besprechen heute Israel, deswegen beschränke ich mich auf Israel. Und ich sage nur, dieses Problem, Ihre Meinung kenne ich von der gängigen Meinung in Israel. Und das Problem mit dieser Meinung ist, dass
Genauso wie Sie zum Beispiel die Palästinenser nicht anerkennen, wollen die manche Palästinenser Israel nicht anerkennen. Und das ist sozusagen beidseitig. Und so wie viele, so wie Sie sagen, ja, woher kommen diese ganzen Leute nach Israel, wenn nur 600.000 waren eigentlich dort? Es ist Tatsache. Dann sage ich, woher kommen dann die viele Millionen Juden, die jetzt dort wohnen? Es ist das Gleiche. Die Palästinenser können sagen, ja, die Juden, die waren überhaupt nicht da, die waren in Europa. Wir waren 600.000, ja. Je nachdem 40 und 400.000 Araber. Was wollen Sie dann? Nein, deswegen sage ich, die ganzen Leute, die dazugekommen sind, vor allem Juden, waren nicht dort geboren. Ich bin auch nicht dort geboren gewesen und ich bin eigentlich... Achte Generation in Judäa. Achte Generation. Okay? Cool. Aber dieser Nationalismus bringt eigentlich insofern nicht, weil dieser Nationalismus entstand in dieser Zeit von 1948 in viele Länder der Welt, in arabischen Länder vor allem auch. Und es formt sich eine Idee, dass ich zu einer Gruppe zugehörig bin. So wie Israel war nicht existent und plötzlich ist existent. Und das Gleiche passiert mit, vielleicht ein bisschen verzögert, mit der palästinensischen Idee, dass es eigentlich ein Volk ist, die zusammengehört. Vielleicht, das ist genau eine der Probleme. Es wird nicht immer anerkannt von allen Israelis, so wie viele Palästinenser. Es trägt eine Kultur, es gibt eine Kultur, da müssten die Leute im Kindergarten anderes denken. Naja, ich habe eine andere Meinung, aber ich sage nur. Ich glaube aber nicht, dass in allen Kindergärten in Palästina alle Kinder zu Judenhassern erzogen werden. Das glaube ich Ihnen nicht. Und ich kann, Ihnen das beweisen. Nein, Sie das können Sie dorthin fahren und die Menschen schauen. Nein, also da kann ich nicht mehr mit, das tut mir leid. Aber ich war in Gaza, ich war in Gaza, ja. Leider Gottes im Kriegszustand, ich war in Gaza, ich habe gesehen, die Hälfte, was die Kinder da lernen. Okay? Ja, aber in Gaza aufzuwachsen, in Gaza aufzuwachsen. Ist kein leichtes Schicksal. Ja. Ciao, und noch etwas, ich möchte etwas erklären. Wir wissen nicht, wir kennen nicht die Geschichte von den Palästinensern überhaupt in Israel. Nehmen wir die Zeiten vor, so 29, der arabische Zeit, wie das Ottomanische Reich bis 1918 waren die Ottomanen, die Türken waren dort, okay? Dort hat damals gegeben so etwas sehr Interessantes. Hat Araber, die auf dem Berg gelebt haben, und Araber, die auf dem Flachland. Die Araber auf dem Berg praktisch, die waren die Ansässigen. Da waren entweder ehemalige Juden, die praktisch Moslems geworden sind oder Christen geworden sind, verstehen Sie, die geblieben sind. Und die Flachland, das waren diejenigen, die Nomaden, die hin und her entweder Richtung Ägypten, entweder nach Richtung Libanon und so weiter und so fort. Das war ein riesiger Unterschied zwischen die zwei. Und wenn Sie heute nach Palästina gehen und schauen Sie, wo die Flüchtlingslager sind, die sind nie auf die Berge. Wissen Sie, weil die Bergleute dort haben es nie zugelassen, dass solche Araber bei denen wohnen kommen. Die sind immer am Flachland. Aber das ist, auch interessant. Eine Arbeit von Israel, dass Israel das auch nicht erlaubt. Und das ist eigentlich genau eine der Möglichkeiten zu zeigen, dass Israel auch Einfluss gegen die Palästinenser und gegen die arabischen Länder in der Schule auch. Ich konnte auch zeigen, aber das ist nicht das Ziel, weil ich will nicht so viel über die Unterschiede sprechen, weil eigentlich, ehrlich gesagt, wie Sie sagen, es gibt viele arabische Juden, die in Israel leben. Was ist arabische Jude? Was ist arabische Jude? Es gibt nicht arabische Jude. Es gibt nicht sowas. Dieser Ausdruck existiert nicht. Nur bei den Juden, bei den Arabern existiert so ein Ausdruck. Arabische Juden. Mein Großvater ist eine Familie aus Marokko und Marokko ist ein arabisches Land. Aber die sind keine arabischen Juden. Warum nicht? Das sind Juden, die stammen von arabischen Ländern, aber die sind keine Araber, weil Araber ist was anderes. Das ist genau das Problem. Juden oder Israelis haben ein Problem zu sagen, arabische Juden. Und das ist genau. Dass die Araber nennen das so, nicht die Juden nennen das so. Nein, 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 das auch so. Ich nenne es auch so. Und ich will sagen, das ist sorry, in Argentinien vielleicht, no sé. No conozco yo arabische. Es ist einfach eine Definitionssache. Ich sage, es gibt die Mehrheit der Juden haben gewählt, nicht in Israel zu leben. Das heißt, Israel ist nicht insofern das Land der Juden im großen Stil,
Ich glaube, in Amerika leben mehr Juden als in Israel. Und? Ich glaube, nein, ich sage nur, es ist einfach nicht die erste Wahl. Aber ich sage, es ist die einzige Wahl, die jetzt sozusagen sicher frei ist und sicher so ist. Ich verstehe nicht das Wort Wahl. Das ist keine Wahl. Das ist keine Wahl. Wahl. Es ist eine Wahl, weil das ist keine Wahl. Nicht gewählt. Wir haben das ja gewusst, aber es ist klar, dass wenn man über Israel redet, über die Unterschiede oder über den Zustand des Landes redet, dann würde ich schon ganz gern ein bisschen über mehr als über den Konflikt reden wollen. Ja? Weil ich kann mich erinnern, das erste Mal, zum Beispiel haben hier in der Grünen Akademie, wir wollten nicht über den politischen Konflikt, weil wir Angst gehabt haben, dass die Leute aufeinander was weiß ich was machen. Und ich wollte damit auch nichts zu tun. Ich habe gedacht, das ist unlösbar. Ja? Also um was interessiert meine Meinung irgendjemanden da? Ist lösbar. Aber was mich interessieren würde, ja, ist zum Beispiel bei Martin oder weiß nicht, wer von euch in Israel war, jetzt nicht nur politisch, ja, sondern was hat denn dieses Land für uns, welche Bedeutung hat das? Und ich habe jetzt euch erzählt, was es für mich für Bedeutung hat. Ich bin eigentlich keiner Österreicher, ja, kein Jude, kein. Aber, und das denke ich mir, es kommt dann gleich, ich will mich ja, oder kann mich, oder es ist ja absurd, mich da einzumischen. Ja? Und das jetzt zum Beispiel eure Diskussion, das ist wahnsinnig sehr interessant. Aber ich glaube, das wäre eine eigene Diskussion. Ich sage Ihnen etwas. Sie sagen jetzt, Jerusalem für Sie was gemacht hat. Ich erzähle Ihnen etwas über Steiermark. Ja. Mit Josephus Flavius zusammen, was für mich macht. Ja. Kennen Sie den Seckau-Schloss? Ja. Okay, dort gibt es Grabsteine. Und ein Grabstein steht darauf folgendes. T. Cassius, Leg 15. Apollinarius, Legion 15 Apollinarius, Donaris Corona Muralis. Okay? Corona Muralis, das war eine von den höchsten Auszeichnungen, die die Römer gegeben haben, an den Römer, der gesprungen hat über eine Mauer und die Tore von innen aufgemacht hat. Okay? Leg 15 nach Josephus Flavius, nicht nach diesen Dings, weil da hier Josephus Flavius erzählt, dass in Städten der Galiläa unter dem Namen Jotapat, wo der Stadthalter von dieser Stadt war Josephus Flavius persönlich, okay? Nach 47 Tagen Belagerung, okay, sind praktisch Leute über die Mauer gesprungen und haben die Tore aufgemacht. Und diese Leute waren von der Legion 15. Praktisch Leg 15, die Leute sind begraben in Flavia Solva. Die Pensionisten von denen, die in Judäa gekämpft haben. Interessant. Das ist der Zusammenhang mit Steuermark von Jerusalem. Das ist interessant, ja. Ja, ich darf Christian seine Anmerkung aufgreifen und einfach mal in die Runde fragen, ob jemand so seine Reiseeindrücke von Israel anteilig mitgeben will. Ja. Ich habe ein bisschen Israel-Palästina-Erfahrung 1974, weil fünf Wochen auf einer Studienexkursion dort in der Theologischen Fakultät. Das Problem, das wir da haben, ist, dass wir eben jetzt eigentlich zwei unterschiedliche Diskussionsfelder aufgerissen haben. Das eine ist das, was der Christian vorgegeben hat, und das andere ist die natürlich davon letztlich nicht zu trennende politische Diskussion. Es gibt aber einen Klammer, glaube ich, das ist die Frage des Mythos. Und was ich bei dir halt so mit rausgehört habe, hast du ja sehr stark berührt von diesen Mythen, die rund um die christliche Entstehungsgeschichte sich abgespielt haben. Wenn du sagst, also wie die Steine angegriffen worden und dass immer wieder behauptet worden ist, Christus sei genau da und da gegangen, das ist natürlich alles Mythenbildung großteils. Also wir wissen historisch sehr, sehr wenig. Wir wissen etwa auch gerade aus der Kindheitsgeschichte Jesu, das ist von Lukas, das ist großteils Fabulierkunst gewesen, rekonstruiert sozusagen aus alten Quellen. Also
Und meine Erfahrung damals, ich war an den gleichen Stellen wie du, ich war auch am Berg der Seligkeiten und habe auch mitgekriegt, wie meine Reisegenossen alle fürchterlich ergriffen waren, und ich war fürchterlich nüchtern eigentlich. Ich habe das überhaupt nicht verstehen können. Ich habe schon gespürt, dass man nicht. Nein, das hat einfach mein aufgeklärtes, nüchternes Bewusstsein so nicht zugelassen, diese Ergriffenheit. Egal. Und das Zweite ist halt, und da könnte man schon eine Klammer bilden jetzt natürlich, der aktuelle politische Konflikt ist ja, soweit er jetzt aus einer sehr stark zionistischen Sicht geschildert worden ist, da ist natürlich auch sehr stark Mythen durchzogen. Doch da ist sehr viel Mythos drinnen, etwa wenn Sie nur sagen, von diesen 400.000 und 600.000, wenn die Zahlen so stimmen, das bezweifle ich jetzt einmal, dann reden Sie von nach 48, nachdem ca. 700.000 Palästinenser vertrieben worden sind. Und das muss man schon dazu sagen. Ich habe dazu 1,2 Millionen vertriebene Juden von arabischen Ländern, entschuldige. Ja, ich glaube, mit Ihnen wird der Dialog sehr schwierig sein. Eher könnte ich mir bei Ihnen vorstellen, dass man irgendwie produktiv weiterkommt. Es war ein Krieg, wissen Sie, 48. Ja, ich habe nämlich als Kind, verstehen Sie, damals als Kinder waren wir auch im Krieg. Ich war damals 12 Jahre alt und ich habe mitgemacht. Weil Jaffa übernehmen und so weiter. Wenn wir verloren hätten, wissen Sie, meine Onkel wurde in Jerusalem, unterwegs nach Jerusalem, von den Arabern. Man hat ihn, wissen Sie, nicht so einfach umgebracht, was das für ein Krieg. Verstehen Sie? Man hat ihn gestümmelt. Verstehen Sie? Weil wenn wir damals verloren hätten, wäre das katastrophal. Es gibt keinen Verlust bei den Juden, verstehen Sie mir? Schaut, es gibt einen neuen Strang. Ich bin aber gleich fertig, das ist wichtig. Es gibt einen neuen Strang israelischer Historiker, die sogenannten die neue Geschichtsschreibung in Israel. Bitte die zu lesen, also da stehen ganz andere Dinge auch drinnen. Da steht drinnen dieser Plan D, dass das also gezielte Vertreibungen waren. Dort steht drinnen von Massakern, gezielt herbeigeführte Massakern. Wissen Sie, das kenne ich, ich kenne das. Entschuldige. Nein, ich würde was sagen, das ist falsch, das ist Fehler. Es gibt Leute, die das. Nein, wir haben das. Ich kenne die Leute, die darüber schreiben. Es gibt einen gewissen Chomsky in New York und es gibt noch eine. Ich kenne die Leute. Und, ja, in meine beiden Herren, ich darf Sie bitten, das Gespräch nachher gerne fortzuführen. Wir haben heute einen Abend. Oder Christian uns über seine fast mythischen Erlebnisse über eine Reise nach Israel. Und wir wissen alle, dass die Probleme, die Israel hat, ob das jetzt die Probleme der Israelis mit den Palästinensern oder die Probleme der Palästinenser mit den Israelis oder die Israelis mit den Iranern oder die Oberösterreicher mit den Kärntnern oder wie auch immer. Ja? Es geht um Menschen, die in dem Land leben, das ein sehr interessantes Land ist. Und über das würden wir uns gerne unterhalten. Ich darf den Martin. Erstens hat mich das sehr berührt, wie du das auch geschildert hast, also war von der Hand erschienen. Also ich war zweimal in Israel, also im Jahr 1979, damals relativ knapp noch am letzten Krieg, sehr unter dem Eindruck, damals der Militärpräsenz auf den Straßen, also war sehr, sehr militarisierte Situation, auch verständlich. Und war jetzt wieder sehr neugierig, also wieder hinunterzukommen und um zu überprüfen, was hat sich verändert, wie nämlich das war. Also sehr persönlich auch, ja. So eine reine Touri-Reise ohne einen großen politischen Hintergrund, sondern einfach mit sehr wichtigen Menschen einfach hinunterzufahren. Und das, was mir zentral aufgefallen ist, ist auf der einen Seite, vor allem in Jerusalem, die ganz starke Präsenz von Orthodoxen. Also diese enorme Menge von orthodoxen Menschen sind mir in den 70er Jahren so nicht aufgefallen. In den Gesprächen darüber auch die Information, dass sehr viele dieser orthodoxen Juden aus Osteuropa sozusagen sich angesiedelt haben und damit auch einen Teil dieser israelischen Gesellschaft auch ein Stück sozusagen über die religiöse Dimension sich auch wieder radikalisiert, dass diese orthodoxen Juden immer mehr offensichtlich auch Einfluss gewinnen in der Gesellschaft. Aber so monokolor stellt sie sich ja auch nicht dar, weil Tel Aviv ist ja mittlerweile sozusagen das Gegenbild ein Stück einer sehr aufgeklärten, einer sehr liberalen Gesellschaft, die es auch gibt. Also
oft so monokolor steht sie für mich ja Israel nicht da in der gesamten Gesellschaft, sondern die ist einfach in einer kompletten Unterschiedlichkeit. Aber das war auffallend in Jerusalem sehr stark, dass es auch die orthodoxe Präsenz in der Öffentlichkeit. Ja, und natürlich offensichtlich, du hast ja auch angesprochen, Christian, dass hier das auch vom Staat gefördert wird. Ja, die Frage ist, wie weit geht das tatsächlich dann auch? Ja, wenn also die orthodoxen Juden hier vor allem die politische Macht oder auch mehr Macht im Alltag, im Alltagsgeschehen auch bekommen, wo es immer wieder Versuche gibt, auch die letzten, also wieder Busse zu trennen zwischen Männern und Frauen oder was auch immer da haben, dann auch geschlechterfeindlichen Tendenzen. Was mich mehr sehr beeindruckt hat, war die Mauer, die du vielleicht auch gesehen hast, wie ihr da vorbeigefahren seid, also dieser Wall, ja, also der hat mich schon an Zeiten erinnert, die wir in Europa überwunden haben, Gott sei Dank. Ich verstehe schon, dass er sowas wie einen Schutzwall manchmal braucht und wir haben auch mitgekriegt, dass er, seitdem es diesen Wall gibt, offensichtlich die Bombenangriffe oder die Raketenangriffe die reduziert haben. Aber es mich hat es zum Schaudern gebracht, ja, dass es wieder notwendig ist, einen Wall zu bauen. Und das ist eigentlich das Gegenbild zu dem, was Sie eigentlich angesprochen haben, was eigentlich darum ginge, irgendeine Form von Versöhnung oder Verständigung, ich rede jetzt gar nicht von Frieden, sondern Bemühung, irgendwie eine Normalisierung in der Unterschiedlichkeit. Und da ist dieser Wahl sozusagen das Gegenmodell. Was ich mit auch Masala angesprochen habe, was mich auch sehr beeindruckt hat, dieser Mythos, ja, also nie wieder unter die Hände der Feinde zu kommen. Also da ist mir schon noch einmal ganz deutlich, man, diese ganze die Dramatisierung der Geschichte der Juden, ja, der letzten 2000 Jahre. Und da gibt es ja nicht nur Masada 72 oder was das war, da gibt es Pogrome in allen Ländern Europas. Ich war vor kurzem in Zürich bei einer Tagung. In Zürich gibt es irgendwo mittendrin eine Tafel, dass Zürich 450 Jahre judenfrei war. Ja, das war die gleiche Situation. Das heißt also, diese Pogrom-Situation, die dann am Höhepunkt des Nationalsozialismus war, die hat ja schön, hat mir also auch unglaublich beeindruckt in der Ökonomie. Da haben wir sozusagen verdichtet, diese Traumatisierung. Also für mich nachvollziehbar, was da für eine Traumatisierung dahinter ist. Und kann ich auch ein Stück nachvollziehen, diese Angst, die sich dann im Alltag noch einmal widerspiegelt. Sozusagen die Angriffe vom Iran her. Das, was ich ein Stück bedauere, ist, dass es offensichtlich für viele jüdische Menschen gerade aus der Traumatisierung heraus nicht möglich ist, andere Schlüsse zu ziehen. Außer sozusagen in dieser Bedrohtseinhaltung sehr zu verharren. Und auf der anderen Seite eben diese Radikalisierungstendenz, die schon sehr stark über die orthodoxen Juden wahrgenommen wird. Und so Jerusalem noch einmal, es gibt kaum eine faszinierende Stadt auf der Welt, also ich habe schon sehr viel gesehen, aber die ja die Komplexität wieder zeigt. Du hast vorhin die Klagemauer, 150 Meter dahinter hast die Moschee. Ja, wie müsst ihr das lösen grundsätzlich? Und da glaube ich auch, dass es so etwas wie einen internationalen Status dieser Stadt braucht, auch als Ursprung von Weltreligionen. Das kann man nicht aus meiner Sicht ganz emotional und unreflektiert gedacht, das kann man nicht in einem Staat alleine oder zwei Staaten alleine mittlerweile überlassen. Und es braucht sowas wie einen internationalen Status als Respekt- und Versöhnungsmodell. Unter den Religionen selber geht es gar nicht mehr, dass das Israel oder Palästina gehört. Das wäre so mein Zugang. Sonst sehe ich ja relativ wenig Licht im Dunkeln der ganzen Geschichte. Ich hoffe nur, dass das israelische Drängen nach einem Erstschlag gegenüber dem Iran von Barack Obama sozusagen eingebremst wird, weil wenn es wirklich zu einem Erstschlag kommt, den ich schon nachvollziehen kann, von der Bedrohungssituation her, sind die Amerikaner gezwungen, aus Solidarität daraus mitten in diesen Krieg einzusteigen. Was sich dann da unten abspielt, das hat dann bei Weltstrahlungen, das sind natürlich nur die Vielen Dank.
würde einfach ein bisschen auch erklären, ich bin auch eigentlich nach Israel dazugekommen. Mein Großvater ist in Israel geboren, in damals Palästina, aber als Jude. Und ich habe eine Seite ist sozusagen von seiner Seite ist er so sephardische, das heißt er aus arabischen Ländern. Und so habe ich auch das war ein Begriff, was der moderne Historiker schon aufgenommen hat, arabische Juden, aber es ist okay, es ist nicht akzeptabel. Und auf der anderen Seite, meine Familie von meiner Vaterseite sind alle aus Europa und Russland und so. Okay, aber es ist eine akzeptierte Mischung, kann man sagen. Und ich bin nach Israel gekommen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich akzeptiert worden bin, so wie ich bin, einfach. Weil ich. Habe ich schon verstanden. Weil ich diese Voraussetzungen, dass ich Jude bin, erfülle. Und deswegen habe ich sozusagen die Sprache lernen können und Zeit gehabt, wirklich zu lernen und alles bekommen von der Stadt, weil die Stadt hat Interesse, dass so viele Juden wirklich dort leben. Und ich sage, aus meiner Perspektive hat auch mit der Zeit, nicht gleich am Anfang, sicher, am Anfang habe ich wirklich nur die israelische Seite gesehen und ich habe einfach gemerkt, dass es einfach schade ist, dass eigentlich so ähnliche oder mit so vielen Ähnlichkeiten zwei Völker nicht so ganz gut miteinander kommunizieren können und so sowieso nicht mehr als kommunizieren, wie zum Beispiel Frieden machen oder so. Das wäre sowieso schon viel zu viel. Aber ich sage nur zu meine Begegnung mit Israelis und mit Palästinenser sind so, dass wenn ich sage, wenn du eine von den zwei, es ist egal, weil eben diese nationalistische Färbung ist ganz wenig unterschiedlich. Wenn du einen fragst, wie geht's dir, aber antworte bitte in einem Wort, dann sagt er gut. Und wenn du sagst, okay, jetzt hast du zwei Wörter, dann sagt er nicht gut. Weil eigentlich kann man, wenn man tief genug fragt, dann merkt man viele Probleme. Und deswegen finde ich ganz gut, dass du so eine Erfahrung gemacht hast, sozusagen mit einem Wort. Du hast wirklich ganz schnell alles, was, nicht alles, aber ganz schöne Sachen erlebt und das sage ich, das wird man schon auch finden und das ist wirklich wert, nach Israel zu kommen und wirklich selbst erleben, weil was er erlebt hat, wird niemand von euch erleben. Das verspreche ich euch. Jeder wird etwas ganz anderes erleben und das ist eigentlich auch ganz schön. Aber man kann schon denken, okay, es gibt schon viele Probleme, aber das betrifft eigentlich nicht der normale Tourist, der so kommt, weil seine Interessen waren ganz andere als die Politiker, als die politische Lage des Landes oder so zu schauen. Er wollte einfach schauen, wie es ihm geht mit Religion oder Spiritualität und das hat er geschafft und das hat ihm wirklich viele, viele ganz wertvolle Erkenntnisse gebracht und deswegen finde ich das ganz gut. Und was Sie gesagt haben, ja, dass die aus der Traumatisierung, es ist schade, dass keine andere Erkenntnisse gezogen werden, das hängt eigentlich damit zusammen, dass diese Traumatisierung schon da ist und es hängt von der Geschichte und ich glaube, dass das stimmt, ja, wenn man einen Abstand, genug Abstand hat, kann man wirklich sagen, okay, theoretisch kann man wirklich daraus was anderes lernen und es wäre gut, positiv nicht so zu agieren, wie dass es eigentlich schädlich ist. Aber es ist eigentlich schon passiert, dass manche Leute zu spät aufgewacht sind,
und zwar in Europa, und das war dann schon zu spät. Und das ist eigentlich der tiefe Angst, und besonders wenn diese besonders ausgewählte Geschichten, die eigentlich, man erzählt nie die ganze Geschichte, nur was man erzählt, und ich glaube schon, dass es auch gefördert wird, genau diese Geschichten zu lernen und nicht andere. Aber trotzdem, es existieren Geschichten, die das wirklich schwierig machen, ganz offen und ohne Schutz wirklich zueinander zu gehen. Aber ich finde es trotzdem wert, das zu machen, damit das nicht wirklich, wie Sie sagen, noch einmal ein Krieg geführt werden muss, um genau dieselbe Erkenntnis zu lernen, was wir schon jetzt lernen. Aber das, manchmal kann man nicht vermeiden, die eigene Erfahrung für Leute zu machen. Ich erlebe auch in Österreich jetzt, im Vergleich, viele Jugendliche, die sagen, ja, warum nicht Krieg? Krieg ist eh lustig. Wir spielen eh den ganzen Tag mit irgendwelchen Spielen Krieg, und es ist eh sicher ganz gut. Und das sind Leute, die eigentlich nicht wissen, wovon sie sprechen, weil sie haben das nie erlebt. Und das gibt, das heißt auch in allen Ländern ist es einfach sehr gemütlich, nicht über diese unangenehmen Sachen zu reden, wie Krieg und Kriegserlebnisse, und eigentlich deswegen kann man nicht alle mögliche Erkenntnis daraus ziehen. Und das ist eigentlich wirklich schade. Deswegen, Geschichtebücher sind wertvoll zu lesen. Und ja, das sage ich, ich habe auch viel erlebt, nicht in dem Sinn, aber mir war es genug, dort zu sein, wenn zum Beispiel wirklich dieser Irak-Konflikt war, und es war eigentlich, kann man sagen, nichts im Vergleich zu vielen Kriegen, die da in Europa oder in Israel waren. Eine Anmerkung nur zu dem Vergleich mit Europa und diese Mauer. Ich finde es auch schrecklich, das schon, aber es hat eigentlich auch in Europa gedauert, bis viele verschiedene Länder, die sich schon einigermaßen mit sich selbst schon einig waren, innerhalb dieser Länder miteinander überhaupt kommunizieren konnten. Weiß ich nicht, Frankreich, Deutschland, weiß ich nicht, wie gut die Beziehungen jetzt sind, aber sagt man, es sind zwei wichtige Partner in der Europäischen Union, aber es hat schon lange gedauert, bis es möglich war. Und deswegen zur Frage der Lösung, ob ein Land oder zwei Länder, es kann sein, dass so eine Trennung für eine Zeit notwendig ist. Das weiß ich nicht, das habe ich auch keine Antwort. Aber viel, viel wichtiger ist, welche Bedingungen findet jede von den zwei Seiten in ihren Seiten, ob das wirklich ausgemacht wird oder nicht, diese Mauer. Wenn zum Beispiel morgen die palästinensische Führung und die israelische Führung kommen und sagen, wisst ihr was, wir bauen eine Mauer, 8 Meter hoch, und trennen uns und machen so 10 Jahre und dann schauen wir, wie wir miteinander reden, dann wäre diese Mauer überhaupt nicht schrecklich. Dadurch, dass es nur einseitig ist, ist das ein bisschen problematisch. Aber ich finde trotzdem, dass heutzutage kann man telefonieren, wenn man auf einer Mauer ist, kann man dort kommunizieren, Skype oder irgendwas machen, konnte man noch immer reden, und das passiert zu wenig. Ja, ganz kurz ist schon einiges gesagt worden. Also zur Mauer, ich glaube auch, dass sie notwendig waren, weil seitdem sind, das muss man realpolitisch halt feststellen, diese ganzen Selbstmordattentate auf null zurückgegangen. Und jede Mauer kann man niederreißen. Siehe die europäische Entwicklung mit Berlin. Also das ist glaube ich nicht das Problem. Ärger sind die Mauern in den Köpfen eher, nicht? Das ist, glaube ich, das wahre Problem. Was
mir zu denken gibt, dass man auf beiden Seiten, und wir Europäer tun uns natürlich ein bisschen leicht, das überhaupt so von einem hohen Standpunkt den Nahen Osten anzuschauen und die Probleme dort, dass man vergisst, die Gemeinsamkeiten. Es wird mehr daran gedacht, was einen spaltet und was einen trennt und viel weniger die menschlichen, die politischen, die sozialen etc. Gemeinsamkeiten. Aber da bin ich Optimist. Also ich glaube, in Europa hat es auch Jahrhunderte oder Jahrzehnte lang gedauert, bis sich die einzelnen Völker nicht mehr die Köpfe eingeschlagen haben, sei es die Deutschen, die Franzosen und so weiter und so fort. Wir sind da ein bisschen großkopfig zu sagen, im Nahen Osten, im Mittleren Osten muss das binnen, oder in Arabien muss das binnen 5 Jahren gehen. So wird es nicht sein. Aber ich kenne seitdem ich denken kann, kann ich mich erinnern immer an diese Diskussionen, wenn es um Israel geht. Sehr viel Emotion dabei, was ich verstehe, auch von meiner Seite aus. Aber ich kann nur alle ersuchen, fahrt hinunter nach Israel, schaut euch das Land an, sprecht mit den Leuten. Es ist ein faszinierendes Land und der Christian hat das ganz toll geschildert, seine persönlichen Eindrücke. Ich glaube, das ist das Wichtige. Die arabischen Länder fahren die meisten Österreicher auf Urlaub, und sei es nur auf Badeurlaub nach Ägypten. Das ist auch natürlich nur eine einseitige Sicht, das ist klar. Wir haben versucht, ein bisschen das nicht nur von touristischer Seite so aufzubauen, aber der Christian hat natürlich das ganz professionell gemacht und sich von der touristischen Seite ein bisschen abgewandt, was okay ist. Als alter Profi. Ja, also ich kann nur den EC geben, wirklich, schaut euch das an. Und abschließend, es ist irgendwie eine Ironie des Schicksals. Nicht? Jerusalem bedeutet ja, wenn man es übersetzt sozusagen, und eine der Interpretationen ist Stadt des Friedens, ihr Shalom, nicht? Ich glaube, es gibt keine Stadt auf der ganzen Welt, wo es derartig viel Blutvergießen gegeben hat und Eroberungen und Rückeroberungen etc. etc. Ein bisschen komisch oder signifikant, um das so zu sagen, und man kann es nur wirklich zum Schluss sagen, sich verabschieden mit dem Spruch, sei es Shalom oder Salem, ist egal. Ich hoffe, dass es einen Shalom einmal in diesem Gebiet geben wird für alle dort Wohnenden. Darf ich noch was? Gute, versöhnende Worte vom Anthony. Ja, selbstverständlich. Persönliche Worte. Persönliche Worte. Wussten Sie, dass vor 2000 Jahren in Jerusalem Ozonschicht war die stärkste auf diesem Planet? Und deswegen die Leute, die von der Wüste kamen und in Richtung Moriaberg gekommen, Jerusalem, diese Ozon, verstehen Sie, hat denen irgendwie so etwas Besonderes hineingeführt. Ja, deswegen ist Jerusalem so ganz besonders. Wenn ich nach Jerusalem komme, da habe ich, da spüre ich ganz immer etwas Besonderes. Jerusalem, aber vor 2000 Jahren, das ist bewiesen. Das ist bewiesen. Ja, darf ich ganz kurz als Schlusswort, der Anthony hat es eigentlich jetzt schon vorweggenommen, ich habe auch eins vorbereitet gehabt. Ich habe mir das ein bisschen lockerer vorgestellt, muss ich ehrlich sagen, ja. Den Reisebericht, dass es mich dann in der Erinnerung so berührt hat. Ich möchte aber schon sagen, dass ich mit dir nicht einverstanden bin. Also ich habe da nichts, ich habe nichts Mystisches erlebt dort. Ich bin auch nicht als Pilger dorthin gefahren. Ich wollte nur wissen, was dort passiert, und ich habe auch viel Politisches gesagt. Also ich will nicht, dass ich da jetzt das sagen. Ich war nicht als Pilger dort. Ich wollte mir alles anschauen und die Tatsache, und deshalb greife ich da was auf, ja, ich bin wirklich überzeugt, oder ich will auch noch einmal hinfahren. Und ich lade euch herzlich ein, mit mir mitzufahren. Wir werden das vielleicht auch sogar mit der Grünen Akademie organisieren.
es ist ein Land, dort muss man meiner Meinung nach gewesen sein. Und das ist passiert natürlich immer so jetzt die politischen Diskussionen. Ja? Also ich glaube, was ich sagen wollte, ist ja, dass es nicht nur darum geht, ob die Juden und die Palästinenser da keinen Krieg anfangen. Das hoffe ich natürlich. Aber ich wollte das ganz bewusst erzählen, dass ich als kleiner Katholik da runterfahre und mir das einmal anschaue, wie das da ist und was nach 2000 Jahren daraus geworden ist. Und das war eigentlich meine Hauptintention, also nicht die große politische Diskussion. Meine Lösung habe ich eh schon dem Ministerpräsidenten geschickt, ja, von Israel, der hat noch nicht geantwortet. Es gibt die Juden, die haben sich zum Beispiel gegen Nationalstaaten, das war ja auch der Konflikt zwischen den Zionisten und den orthodoxen Juden, immer gewehrt. Die wollten keinen Nationalstaat. Und jetzt haben sie alle Probleme des Nationalstaates. Aber ich will da auch nicht politisch enden. Ich wollte euch wirklich, wenn ihr mitfahren wollt, sagt das rechtzeitig. Wir werden das auch mal ausschreiben. Ich weiß nicht wer, vielleicht organisiere ich es wieder zusammen mit dem Anthony. Aber ich wollte nur schlussendlich, ich bin, wenn, ich weiß nicht einmal, was das ist. Deshalb muss ich mich dann mal wehren, Spiritualismus, ich weiß nicht, was das ist. Ja. Ich habe geglaubt, ich erzähle einfach, was ich erlebt habe und was ich gesehen habe, was ich mir gedacht habe. Und ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Es gibt noch einen Wein, der ist nicht geweiht, aber schmeckt trotzdem gut. Für alle, die Interesse haben an einer so einen Reise, wir haben draußen ums Eck ein kleines Zettelchen liegen, wo man sich eintragen kann, wo es dann Infos gibt, falls es die Reise gibt. Und ich gehe mal davon aus, wir werden auf die Beine stellen werden. Danke.